So Leute, ich grüße euch, ein neues Video. Tut mir leid, dass ihr so lange nichts von mir gehört habt, obwohl ich in der Kommentarfunktion immer gut vertreten bin. Ich kommentiere auch viel bei anderen Videos, wenn ihr da mal ein bisschen drauf achtet. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die jederzeit, egal worum es geht, ich werde sie beantworten. Ja, es war in letzter Zeit ziemlich viel los. Ich habe gerade Klausuren und heute auch eine geschrieben, daher jetzt voller Motivation, weil die vorbei ist. Und es waren auch sonst andere Sachen. Ich war ja zum Beispiel auf dem Onkelsfestival letztes Wochenende. Dann war ich Donnerstag in Hannover, erst Hockenheimring. Ich komme aus Berlin. Dann jetzt Donnerstag Hannover bei Guns N' Roses. Also so ein, was war hier übrigens, ne? So ein hammergeiles Konzert. Also wirklich Wahnsinn. Auch ganz, ganz vorne 165 € die Karte. So ein Wahnsinn. Ja, ich möchte mich erstmal richtig herzlich bedanken für 100 Abonnenten. Ich finde das so krass, dass ihr mich so unterstützt und dann natürlich wieder mal einen Dank an Chicha Dönet, der das Ganze zum Anstoß gebracht hat. Wir haben heute ein Liquid, was sehr, sehr bekannt ist. Also die meisten, die auf das Video klicken, die halbwegs in der Dampfer-Szene drin sind, kennen dieses Liquid. Das ist von Dinner Lady Lemon Tart. Das ist jetzt die Packung, wie sie aktuell aussieht. Also nach der oder mit der TPD2. Vorher waren das, also sind hier 3x10 Milliliter. Vorher war es eine 30 Milliliter Flasche. Und ich finde es ganz hübsch verpackt. Kostenpunkt sind 20 €. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Das schiebt man hier so raus. Und hat dann hier so eine kleine Pappschachtel. Wenn du die aufmachst, hast du deine drei Fläschchen drinne. Was ich auch, na toll, TPD2, schön, mehr Müll. Danke dafür. Ja, genau, und dann hast du hier deine drei Teile. Ich zeig euch die mal ein bisschen von nah an. Oh, wackelt alles hier. So, das ist die Flasche, ein bisschen dunkel. Was ich an der Flasche gut finde, die lässt sich super, sieht super hochwertig aus, lässt sich auch super drücken. Bisschen schwerer geht das. Finde ich aber gut so. Die Einfüllnadel ist ein bisschen dicker. Was ich persönlich nicht ganz so gut finde, gerade wenn man mal ein Bier getrunken hat oder so, ist das dann irgendwann ein bisschen schwieriger und dann läuft es entweder über oder tropft den Verdampfer. Aber für einen normalen Tag, wenn du es normal am Tag einfüllst, dann passt das. Ich benutze ja den iStick Pico hier mit dem Melo 3. Dampf nochmal, weil das ist wirklich, ohne jetzt was vorwegzunehmen, ich kann dieses Liquid wirklich durchgängig dampfen. Und immer wenn ich mir gesagt habe, ey, ich mache jetzt das Video, dann habe ich mir das schon mal eingefüllt und dann zack, nebenbei immer. Und das ist so schnell alle, das ist wirklich so hammergeil. Ich werde nochmal dampfen. Ja, was soll das Ganze hier sein? Ich zeige euch nochmal kurz die Flüssigkeit. Ist ein PG-lastiges Liquid, 70-30. Das heißt, ihr müsst bei den Fertigverdampfern eventuell mal ein bisschen aufpassen, dass ihr wirklich beim Dauernuckeln immer mal eine Pause macht. Ich mache das so, ich dampfe, dann puste ich auch mal rein. Das macht den Geschmack noch ein bisschen intensiver. Kennt man ja von Steam Shots und Tony Vapes zum Beispiel. Das hat jetzt hier keine Lifestyle-Gründe, sondern lässt das Liquid kurz Zeit zum Nachfließen. Ja, und das macht den Geschmack, der kommt dann wesentlich klarer raus, finde ich. Das Ganze soll ein Zitronenkuchen sein. Und ich finde, das trifft das auch. Ich war ja erst sehr, sehr skeptisch. Ich habe das im Offline-Laden gekauft für 20 € zum Preis kommen wir nachher nochmal. Und da ist schon die Überlegung, ah, machst du das? Was ich schlecht fand von diesem Laden, der ist in Berlin öfters vertreten. Die hatten ja die verschiedenen Sorten von Dinner Lady da. Ist übrigens ein englischer Hersteller, englischer Produzent. Dass sie mir nicht die drei verschiedenen in eine Packung getan haben. Das Argument war, die sind verschweißt. Habe ich jetzt zwar nicht gesehen, dass hier irgendwas verschweißt ist, aber
Ja, das fand ich ein bisschen schade. Im Endeffekt ist es aber gut, weil mir das so sehr zugesagt hat und ich das schade gefunden hätte, nur 10 Milliliter von einer zu haben. Weil ich bin jetzt hier bei, ich habe vielleicht von den 30 Millilitern jetzt noch 2 oder 3 übrig. Ich musste ja auch ein bisschen aufpassen, da ich das Video machen wollte. Ja, schmeckt halt einfach richtig gut. Das ist heute auch ein bisschen unkoordiniert, aber ich möchte halt nicht die ganzen Schnitte reinbringen. Ich möchte das alles so ein bisschen natürlich gestalten. Ja, ich habe es dort gekauft und ich war halt ein bisschen skeptisch, weil ich halt von diesen Gebäcknoten nichts. Ich kenne die eigentlich bisher nur von Vampire Vape. So dieses New York Cheesecake und andere hier, nee, Ryder war das, was ich ja auch schon vorgestellt habe. Was nicht meine Richtung trifft und dann dachte ich, naja, Gebäckaromen, da ist halt wirklich immer dasselbe drin, dieselbe Grundaroma und dann wird da ein bisschen noch verfeinert. Das ist hier wirklich komplett anders. Das soll ein Zitronenkuchen sein. Da, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, Zitronencreme, Meringe. Meringe ist dieser, ihr kennt da diese, das ist Schnee, Eischnee und so weiter. Ich werde es euch. Das habe ich hier, glaube ich, sogar auch offen. Nee, habe ich nicht. Also ist so Eischnee. Ihr kennt das Ganze. Das hat auch so einen ganz typischen Geschmack. Aber ich finde, das schmeckt original wie dieser Blechkuchen. Wenn ihr eine halbwegs vernünftige Kindheit gehabt habt, dann kennt ihr das in der Schule, wenn einer Geburtstag hatte, hat er so Blechzitronenkuchen mitgebracht oder mal Papageienkuchen und das schmeckt original wie der Blechzitronenkuchen. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, aber das trifft es so extrem, das ist wirklich Wahnsinn. Was ich halt auch super geil fand, also du schmeckst halt die Zitrone, die kommt richtig gut raus, aber auch für Leute, die eher nicht so Zitronenfreunde sind, ist das Ganze mal ein Blick wert. Ich würde da wirklich bei dem Preis in Dampferladen gehen, wird so gut wie jeder anbieten und das mal probedampfen, weil 20 Euro ist natürlich ein stolzer Preis, 30 Milliliter. Kommt halt wirklich die Zitrone raus, was halt so durch diesen Kuchengeschmack, das geht wirklich Hand in Hand. Ja, als erstes kommt die Zitrone und dann mehr die Gebäcknote. Aber das kommt auch relativ zeitgleich. Es wird auch nicht anstrengend. Das ist wirklich das Tolle. Es wird nicht anstrengend. Es wird nur leer. Das ist der einzige negative Punkt, den ich hier finde. Und dass halt Fertigverdampfer beim VG-lastigen Liquid ein bisschen mehr zu kämpfen haben. Also gebt denen mal ein bisschen Ruhe. Das ist auch ein Liquid zum Genießen. Es hat auch, ich habe mir die Internetbewertung natürlich zur Vorbereitung durchgelesen. Der eine hat geschrieben, dass das nur nach dem Kuchen Bohnen schmeckt. Da habe ich das fand ich so geil, fand ich ein geiles Kommentar. Ich bin auch ganz ehrlich, wenn früher das jemand mal gemacht hat, so ein Zitronenblechkuchen, ich fand halt so diese Randstücke, die so ein bisschen krosser, ein bisschen mehr brauner waren, die fand ich auch wesentlich leckerer. Also vielleicht stört mich das deswegen nicht. Aber ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Also die decken sich auch relativ gut, die Internetbewertung. Schmeckt fast allen super gut. Man sieht ja auch, viele auf YouTube haben das schon ausprobiert und kommen da zum ähnlichen Ergebnis. Es ist ein hammergeiles Liquid, wie ich finde. Einzige Manko, was ich aber auch nicht als Manko sehen würde, ist halt der Preis. Es ist ein Premium Liquid. Premium Liquid heißt für mich, dass es ein bisschen teurer ist, aber auch wirklich von den Zutaten her super abgerundet schmeckt und dann wirklich eher für besondere Anlässe. Einer hat es ganz gut beschrieben, der meinte, das ist ein Liquid, was du am Wochenende dampfst, wenn du dir ein Wochenende voller Genuss, wenn du ein Wochenende voller Genuss haben willst, dann packst du dir das in die E-Zigarette und über oder in dein Dampfgerät. Und über die Woche dampfst du halt dein Selbstgemischtes. Das beschreibt es ganz gut. Stell mir das vor, du hast einen stressigen Arbeitstag, du hast eventuell total nervige Termine gehabt und kommst abends nach Hause und machst dir das rein. Das ist halt wirklich der Himmel auf Erden, muss ich sagen. Zum Preis her 20 Euro, das sind dann
ca. 6,70 Euro, 6,67 Euro pro 10 Milliliter, womit das halt auch wirklich zu den teureren Liquids gehört. Normal ist so Standardpreis 5 Euro für 10 Milliliter, geht auch. Gibt auch einige Hersteller, die 3 Euro für 10 Milliliter haben. Für mich ist es noch im Rahmen. Ich gehe nebenbei arbeiten. Ich bin das, was man dann eigentlich den Geringverdiener oder gerade so über die Rundenkomma vom Einkommen her nennt. Aber deshalb gehe ich arbeiten, um mir ein bisschen Luxus zu leisten. Das ist definitiv Luxus und es schmeckt sehr gut. Das Ganze gibt es in 0 Milligramm, 3 Milligramm und 6 Milligramm. Da das eine 70-30 Mischung ist, also 70 VG, 30 PG, ist der Dampf natürlich intensiver. Und ich würde sagen, es ist mehr für Sub-Ohm-Dampfer, also Dampfer, die Widerstände unter 1 Ohm benutzen, also nicht Backendampfer, sondern Lungendampfer, die E-Shishas, sagt man auch dazu. Ja, das ist ein Liquid, was nicht für jede Gelegenheit ist, aber doch wirklich eins meiner besten Liquids, die ich je gedampft habe. Das kann ich definitiv sagen. Das ist absolut geschmacklich ein Highlight. Ich würde euch aber sagen, wenn das Geld bei euch ein bisschen knapper sitzt, geht in den Dampfladen, das solltet ihr eh machen. Ich habe genau denselben Preis bezahlt, wie er im Internet ist. Und ich habe es wirklich keine Sekunde bereut. 20 Euro ist eine Stange Geld. Für den einen oder anderen, für mich auch. Und ich wurde definitiv nicht enttäuscht. Es ist sehr gehypt, das Produkt. Viele haben es ausprobiert und loben das in den Himmel. Also kann es ja eigentlich nur schlecht sein. Ist es aber nicht. Gerade für Leute, die auch von den Gebäcknoten bisher nicht überzeugt waren, werft einen Blick drauf. Auch wenn ihr jetzt nicht der Zitronenfreund seid, das ist, glaube ich, ein Liquid, was die Masse ganz gut befriedigt, um es mal so auszudrücken. Werde ich es mir nachkaufen? Definitiv. Es ist, wird auf eine Liste kommen. Auf irgendeine Liste kommen. Es überzeugt wirklich auf ganzer Linie. Ich muss natürlich jetzt ein paar andere Sachen auch mal probieren, dadurch werde ich es mir nicht gleich nachkaufen, aber es macht mich halt wirklich super. Ich will mir jetzt die anderen Produkte von der Linie angucken. Gerade so, ich bin ja so eigentlich ein Milchprodukte-Fan, obwohl ich kaum noch welche esse. Deshalb Reispudding bieten die ja auch an und dann irgendwas mit Cornflakes noch. Das werde ich mir, das mit Reis definitiv mal, Reispudding ist das, definitiv mal besorgen und werde euch da auch ein Video machen. Wenn ihr für mich noch weitere Kritikpunkte, Verbesserungsvorschläge und auch Videovorschläge habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde alles beantworten, alles lesen und die Leute haben es ja auch schon gesehen, ich beantworte das teilweise wirklich in derselben Minute, wie das Kommentar kommt. Ich krieg's auf dem Handy angezeigt. Außer ich bin arbeiten, im Auto oder sonst was. Ja. Was mich auch mal interessieren würde, so Themen wie auf Konzerte. Ich war jetzt halt beim Festival und war jetzt bei einem sehr großen Konzert. 75.000 Leute. Wie es da aussieht mit der Dampfe. Was kann ich mitnehmen, was nicht. Ich bin zum Beispiel durchgekommen mit Liquid selbstgemischten, das war 50 Milliliter Flasche, da hat er nicht mal nachgeguckt, was ich interessant fand. Den Zusatzakku, den ich mir mitgenommen habe, aber nur einmal gebraucht habe, bei beiden, beim Konzert wie beim Festival, nur bei einem Tag, hatte ich mir an eine besondere Stelle gesteckt, so viel zu den Sicherheitsmaßnahmen. Aber da wurde gar nicht nachgeguckt. Mal sehen, also wäre halt die Frage gewesen, habe ich natürlich auch in der Kunststoffbox gehabt. Da gab es keine Probleme. Was ich euch auch vorstellen will, ist, ich habe mir jetzt ein Ladegerät gekauft. Ich habe monatelang täglich so um die 5 bis 10 Milliliter gedampft, während ich nur über den Port hier aufgeladen habe. Hab mir jetzt aber ein Ladegerät gekauft, das würde ich euch auch gerne mal vorstellen, da es auch für relativ
wenig Geld, sorry, für relativ wenig Geld viel bringt. Gut, abschließend lässt sich nur sagen, vielen Dank für die Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Achso, Dampf natürlich noch, wa?